Und willkommen zurück zu einer neuen Folge Spider-Man Miles Morales. Wir waren jetzt hier unterwegs im Harlem auf diesem schönen Fest mit Genki. Und geh mal gucken, das ist mein Rucksack. Der hat meinen Rucksack. Der hat einfach meinen Rucksack. Das ist anscheinend eine besondere, coole Marke, die jeder hat. Guck mal, da sind wieder unsere Spider-Man-Püppchen. Oh, guck mal, hier ist noch was. Da können wir es gucken. Hallo. Sieht echt cool aus. Ja. Ah. Die haben wir gesehen, ne? Als wir die Katze zurückgebracht haben. Oh. Sorry. Oh, die hat schöne Ohrenwärmer. Ich mach nächstes Semester auch Gebärdensprache. Espanol habe ich ja inzwischen gemeistert. Ah, sí. Desde cuando. Haha. Boah, hier geht's richtig los, ey. Ich mach mal kurz erst hier lang gucken. Hi. Gibt's hier was? Die haben alle diese coolen Rucksäcke. Ich glaube, die sind voll innen gerade. So einen Rucksack haben ist auf jeden Fall empfehlenswert. Schatz, so, wir können hier hingehen. Du musst dir so viele Sorgen. Wir haben getan, was wir konnten. Da muss doch etwas zu machen sein. Es muss doch einen Weg geben, das Gebäude wieder zu. Was für ein Gebäude denn? Wir fragen Montag noch mehr nach. Und ich frage im Zentrum an, ob sie noch jemanden aufnehmen kann. Danke. Was wäre ich nur ohne dich? Okay. Keine Ahnung. So, was haben wir hier? Pastelillos. Abuela hat die andauernd gemacht. Wollt ihr was bestellen? Ja. Nein. Och. Meinst du, bist ein... Okay. Ich merke mir das. Hier ist so viel los. Hi. Gloria. Hallo. Hi, Miles. Das ist meine Freundin Steph. Sie ist eine neue Freiwillige bei Feast. Schön, dich kennenzulernen. Hi. Wir treffen uns dann bestimmt irgendwann im Asyl. Alles klar. Apropos. Keine Schichten bis nach den Ferien. Falls wir dann offen haben. Was meinst du? Hä? Ach, mach dir keine Sorgen. Hör deiner Mom gut zu. Wir sehen uns nach den Ferien. Sorgt unsere Mutter einfach dafür, dass alles den Bach runtergeht oder so? Ich weiß nicht. Die sind alle irgendwie nicht so begeistert von ihr, oder? Oder bilde ich mir das ein? Weil da hat ja auch irgendwas mit Finns Onkel. Nee, Onkel? War das ihr Onkel? So, hier können wir nichts machen. Uiuiui, hier geht's voll ab. So, wo ist Genki? Da ist Genki. Oh, die sehen aber gefährlich aus. Hi, was... Hi, Aaron! Onkel Aaron, ich hätte dich nicht erwartet. Ich gehe, bevor deine Mom mich sieht. Wer ist das? Kumpel. Mein Freund Genki. Er hilft mir bei meinem Spinnenprojekt. Aha. Du passt auf meinen Neffen auf, ja? Ich versuch's, aber er macht's mir nicht leicht. Ich bin doch hier. Ha, viel Spaß bei der Kundgebung, Kleiner. Dankeschön. Guck mal, wir haben es fast geschafft. Hey, hast du es ihm gesagt? Er hat's rausgekriegt. Ja, er hat selber gewusst. Ich hatte hier alles zu Hause. So, hier ist noch was. Ein Underground-Tag. Oh. Was sie wohl als nächstes vorhaben. Oh, oh. Ich hoffe auch, die begreifen, dass Spider-Man zu viel für sie ist und gehen nach Hause. Ja. Schön wär's. Ich glaube auch nicht. Das sind Terroristen. Hallo? Okay, dann gucken wir mal. Hey. Den Bug. Ist mir egal, ich höre jetzt meiner Mama zu. Viel Glück, Miss Morales. Danke, Tim. Ah, Roxanne hat's wirklich mit immer wachsam bleiben, hä? Oh ja. Buenas noches, Vecinos. Wisst ihr noch, wie es war, bevor Roxanne hier alles platt gemacht hat? Hey, bist du okay? Ich sag es euch. Es ist nur, was so eine Rede ist, mein Dad. Heimat der besten Eiscreme in ganz New York City. Und Juniperos Kita. Es ist okay, Mann. Deine Mom hat Leute, die auf sie aufpassen. Die Kirche St. Teresa, deren Chor jeden Sonntag und Mittwoch den ganzen du bist jetzt Tag mit Spider. Und selbst jetzt, Roxxon transportiert Nuform, ihren experimentellen Treibstoff, durch die Stadt. Und schweigt über die Risiken. Oh, oh. Diese Botschaft ist für Roxxon. Der, für den ihr arbeitet, Simon Krieger, ist ein Mörder. Diese Plaza ist ein Denkmal seiner Skrupellosigkeit. Sie wird nicht eröffnet. Der Underground sorgt dafür. Yo. Bleibt ruhig. Kein Entkommen. Hier passiert zu viel. Sie brauchen dich. Ich helfe deiner Mom. Oh, oh. Oh, schon wieder so einer. Ich hab sie.
Auf geht's. Genki, das hast du voll gut gemacht. So, da sind wir. Okay. Okay. Erstmal wieder. Wow. Okay. Wir schaffen das. Ei, ei, ei. Geil, 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 geil. Ich muss jetzt erstmal hier meine Leiste füllen. Au. Aber das haben wir. Und jetzt machen wir den wieder. Und dann können wir unser Leben auffüllen. Das ist richtig gut. Das ist das Beste, was ich hätte machen können. Ah. Wo sind die denn jetzt alle? Oh. Warte, nochmal so. Ich muss mich mal. Ich muss mich. Au, wow, 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 wow. Warte mal, warte mal, warte mal. Warte mal. Lalalalalala. Ich brauche die Heilung. Ich muss erstmal hier kurz ein bisschen. Oi, 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 oi. Wieso? Gehst du mir hier auf den Keks? Geh fort. Was auch, warum springen die so krass? Oh Gott. Zuerst mal. Erstmal heilen. Okay, jetzt können wir finishen. Hock, sehr gut. Und du kommst jetzt auch immer fort. So, ist das was? Nee, 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 da hinten. Da hinten sind noch ein paar. Da wollen wir hin. So, wir nehmen dich jetzt nochmal zum Heilen. Sehr gut. Wir haben einen Finisher ready. Ich werde euch aufhalten, wie in der U-Bahn. Oh. Ah. Uiuiui. Okay. Okay, alles cool. Geht's dir gut? Sie hat sich am Arm verletzt. Keine Sorge, wir kümmern uns um sie. Oh nein. Was ist mit dir? Was macht der Underground? Dieser Angriff ergibt keinen Sinn. Ich dachte, sie wollen nur vor, aber hier ist doch keins. Ich muss herausfinden, was Tinkerer plant. Au! Ich greife auf deine Analyse. Ich brauch den. Au, 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 au. Ich muss den hauen. Ich brauch Heilung. Hilfe! Hilfe! Warte! Okay, hoch. Hoch, hoch, hoch. Und jetzt. Jetzt hier auch drauf. Und du. Und du. Und du auch. Wow, wow, wow. Okay, so jetzt. Ja. Oh ja. Oh ja. Und jetzt du nochmal so. Sehr gut. So, und jetzt mal mit denen hier und auf dich. Das war's. Das war's. Nein? Da stand doch gerade noch einer. Egal. Wer ist jetzt eigentlich. Sind jetzt Roxxon und Underground sind böse, ne? Oh Gott sei Dank. Wo bist du? Ich bin zu Hause, aber ich kann ins Krankenhaus kommen. Nein, bleib in Sicherheit. Warte. Du bist verletzt? Was ist, wenn dir etwas passiert und ich bin nicht da? Miho, das ist nicht wie beim Rathaus. Wir sind alle okay. Du bleibst in Sicherheit. Verstanden? Ich bin bald wieder da. Dann unterschreibst du auf meinem Gips. Okay. Das wäre muss ein Kasse. Hab dich lieb. So, Genki, hast du noch was zu. Nee. Oh, Claren, alles klar? Mir geht's gut. Ich hab versucht, euch zu erreichen. Wo seid ihr jetzt? Ich will zu Braithwaite Bridge. Es gab eine Explosion. Okay, aber wenn Roxxon auftaucht, verschwindest du, klar? Sie werden einen Sündenbock für das alles suchen. Tinkerer wird ihnen nicht reichen. Okay, ich pass schon auf. Okay. Boah, das sieht ganz schön gefährlich aus. Ich muss mich beeilen. Ja, ich beeil mich doch. Ich beeil mich doch. Hilfe. Ich bin so schnell, wie ich kann. Okay, wir sind da. Das aber wohl nur zum Aufwärmen. Uff. Oder zur Ablenkung. Los, los, los. Oh, oh. Erschießen wir uns nicht, okay? Das ist die Anführerin, oder? Es ist Finn, oder? 100 Pro ist das Finn, oder? Ich hab grad so eine Eingebung. Wir wollen das Nu-Form. Ja! Alles andere. Ja, oh mein Gott, das ist Ting. Es ist Finn. Warum tut sie das? Warum ist sie zur Terroristin geworden? Warum bomben die Leute in die Luft? Uff. Ist sie jetzt der Bösewicht? Werdet ihn los! Dann nehmt mit, so viel ihr tragen könnt! Ja, ich seh's! Schwurz es!
Ich wusste es. Oh mein Gott. Oh, oh, lauf! Er destabilisiert es. Runter! Oh. Uncool. Lenkt ihn ab. Das ist so krass, aber warum macht sie das? Why, Finn? Warum? Wow! Was? Oh mein Gott, ja. Miles, ich habe die Explosion gesehen. Geht's dir gut? Mir geht's gut, aber... Hast du's gesehen? Ticker, das ist Finn. Oh mein Gott. Ich hab sie heute getroffen. Wenn ich das ist echt schlecht. Das ist nicht deine Schuld, Mann. Ich war so froh, sie zu sehen, dass ich unaufmerksam war. Ich muss sowas merken. Ach, das konntest du nicht. Wer soll denn da auf die Idee kommen? Das ist deine beste Freundin. Du würdest doch nie schlecht von ihr denken. So, wir hauen hier wieder drauf. Das ist mein Lieblingsmove ab sofort. Aber wir können auch den... Oh nee, ich wollte eigentlich einen anderen machen. Upsala. Da ist ein Flugzeug. Ich habe ein Flugzeug gesehen. So, warte mal. Können wir jetzt... nein, das wollte ich nicht machen. Warte mal, erstmal kommst du kurz weg. Ich hätte die halt alle ein bisschen gern mehr. So, guck mal. Naja, es war okay. Ah! Okay. Ich muss hier fertig werden und den Leuten helfen. Okay, wir gehen dahinter. Juhu! Und jetzt den. Ah, ja, Shay. Das tut gut. Und nein, nicht runterfallen. So, haben wir es gleich. Das können wir nehmen. Oh, sehr, sehr gut. Du bist noch da. Du bist aber nicht mehr da. Wow! Und jetzt. Das war's. Wir haben's. Oh, wir haben jetzt zwei so eine Leisten. Das ist richtig gut. Oh nein! Oh nein! Oh, 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 da sterben doch gerade wieder Leute. Okay, müssen wir was drücken, bestimmt, oder? Oh Gott, oh Gott. Ach du Scheiße. Okay, was muss ich tun? Die Leute müssen von der Brücke runter, bevor sie einstürzen. Okay. Wunderbar. Perfekt, perfekter LKW. Oder Container oder wie nennt man das? Tank? Keine Ahnung. Wo muss ich jetzt hin? Der Bus! Der Bus! R1! Okay. Alle aussteigen! Los! Beeilt euch! Oh Gott! Rette den Fahrer! Rette den Fahrer! Nein! Du musst überleben! Oh mein Gott, ist das grässlich. Okay, hoch. Hoch. Ich hab ne Idee. Diese Action. Oh oh. Oh oh. Okay, okay, okay. Pau, 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 pau. Und jetzt? Pau, 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 pau. Stabiler werden. Stabiler! Ich drücke! Ich brauch etwas, das sie rüberbringt. Da. Jetzt das, okay. Oh! Nein, nein, nein! Nein, 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 das war schon cool. Spidey, du schaffst es. Ich schaff das. Wir schaffen das zusammen. Okay, ich drück, oder? Ich drück. Oh, diesmal schaff ich's. Lauf. Ganz schnell. Oh nein. Oh, die arme Frau. Oh Gott. Ach du Scheiße, ey. Das ist ja viel zu krass. Yay.
Spider-Man. Danke. Uff. Das war ich. Wenn das Peter sieht. Ich hab das gesprengt. Aber du hast sie alle gerettet. Oh oh. Wir gehören nicht zu Underground. Alle in Sicherheit. Nach der Explosion fing die Brücke an. Sieh den anderen Spider-Man. Er bitte Anweisung. Was ist los? Ich hab keine Ahnung. Verstanden. Was denn? Nein! Nein! Ich bin nicht euer Feind! Ich hab doch alle gerettet! Er hat uns gerettet! Hey, lass ihn in Ruhe! Ich nehme das auf! Sie, mit dem Handy, oh, das hat sie gut gemacht. Nein! Das war wichtig. Ich hab geholfen. Oh oh. Wir müssen weg. Wir müssen schaffen. Oh. Oh, war was? Was zum Teufel? Was? Haben die geschubst? Okay. Oh. Okay, das ist voll lustig. Wir können uns unsichtbar machen. Das wird mir helfen. Was ist jetzt mit Roxxon? Wir sind für sie da. Auf welcher Seite sie bin ich denn jetzt? Auf keiner. Nicht mal zuhören. Uff. Bist du okay? Oh, der Regen sieht super aus. Ich weiß oder nicht. Schnee. Es ist Schnee. Alles ist schrecklich. Heute bei mir ist Simon Krieger. Wir sprechen über die Zerstörung der Braithwaite Bridge. Ich will den neuen Spider-Man unterstützen, aber seine... Wie nennt man das? Bioelektrizität? Willst du Frühstück? Hat Roxxon-Eigentum zerstört. Und darüber hinaus unsere Brücke. Das stimmt doch nicht. So war das gar nicht. Finn ist Tinkerer. Sie hat das Nuform gestohlen. Ich weiß nicht wieso. Und ich hab die Brücke gesprengt. Nein, du hast... Ich gehe jetzt zur Wahlkampfzentrale. Soll ich euch irgendwas mitbringen? Wie wär's mit Dulce de Coco? Ich dachte, du würdest aufhören. Warum sollte ich? Ich kämpfe für mein Zuhause. Ich mein's ernst. Sie ist so stark. Du könntest tot sein. Unsere Familie gibt nicht auf. Das weißt du. Mom! Ach ja. Dulce de Coco wäre toll. Wenn's kein Problem ist. Ist es nicht. Ich dachte, ich könnte mit meinen Kräften alles wieder gut machen. All das tun, was Spider-Man tut. Immer wenn du Spider-Man sagst, meinst du damit den anderen. Aber du bist auch Spider-Man, ja. Du bist Spider-Man. Du bist Spider-Man. Du richtest das. Auf deine Art. Ja. Auf meine Art. Okay, wir arbeiten an einem neuen Anzug. Das sehe ich gerne. Sieht der jetzt genauso aus? Oh mein Gott, ja, gib mir neue Anzüge. Okay, ach so, der muss jetzt... Oh Gott. Kriege ich jetzt so automatische Upgrades? Oh, das ist cool. Wenn man da, oh nein, er kann es nicht. Bestimmt kann er es gleich. Wenn diese Cutscene vorbei ist, kann er Kaffee kopfüber trinken. Oh yeah. Guckt euch das an. Das sind wir.
in unserem coolen Anzug und wir rennen ein Haus hoch. Yeah. Jetzt sind wir wirklich, jetzt haben wir es verinnerlicht. Jetzt sind wir krasser als jemals zuvor. Wir sind Spider-Man. Ja. Nice. Was läuft, New York? Oh, da ist so eine Zeitkapsel. Ja, ich guck gleich, Die Lage verschärft sich zunehmend, was? Die Leute brauchen unsere Hilfe jetzt mehr denn je, glaube ich. Ist okay, ich guck sofort, Genki. Sei mal ganz entspannt. Du hast einen neuen Anzug-Modifikationsplatz freigeschalten. Oh, und was kann ich da? Da kann ich jetzt auch irgendwas draufpacken. Guck mal, das haben wir schon. Das nehmen wir einfach mal, weil es da ist. Da haben wir noch nichts. So, wir haben jetzt den da an. Der ist cool. Der ist cooler. I'm sorry. Den lassen wir an. wir könnten... Ah ja, stimmt. Da brauchten wir so viel. Der ist einfach perfekt. Den will ich haben. Auf jeden Fall. Den hole ich mir. Egal, was es mich kostet. So, wir haben das. Das braucht wieder 10. Das braucht 8. Das können wir nicht. Oh, was ist das? Das können wir aber auch nicht. Aber wir könnten, oder? Erzeugt eine Schwerkraftquelle, die Gegner aufeinanderprallen lässt, was sie anfällig für Venom-Angriffe macht. Okay, das ist cool. Da brauchen wir aber auch wieder 10. So, wir haben jetzt hier einen Punkt. Venom-geschockte Gegner erleiden 50% mehr Schaden. Das ist nice. Ermöglicht das Ansparen eines zweiten Finishers. Verringert die Kombo-Anforderungen für einen zweiten Finisher auf 10. Besondere Gegner können mit 2 Finishern besiegt werden. Oh, das ist richtig gut. Venom-geschockte Gegner, die gegen andere Gegner geworfen werden. Ah, nee, das brauche ich nicht. Dann mache ich erstmal das und dann mache ich das. Ja. Holen wir erstmal. Oh, wir haben da was Neues. Tarnfähigkeit. Ach so. Tarnenergie wird 20%. Okay, das können wir als nächstes machen. Oh, das habe ich jetzt gar nicht gesehen gehabt. So. Habe ich übersehen einfach. Wir haben 4 Grad. Wir haben hier so ein paar Bababab. Das wollte ich aber alles nicht hören. Ich habe das. Das interessiert mich nicht. Okay. Okay, dann gucken wir mal. Die guten Apps sind nur ein Wort lang. Ah. Upsala. Miles, endlich erreiche ich dich. Oh, hey Pete, wie läuft's? Ich habe Nachrichten geguckt, auf Simkarianisch. Entweder ist eine Brücke explodiert oder ein Bagel verräuchert, was im Kontext keinen Sinn ergibt. Auf jeden Fall suche ich nach Flügen. Ich kann morgen Abend zurück sein. Wir sehen, was er mit der Brücke gemacht hat. Ich habe gehört, er hat geschossen. Nein, tu das nicht. Schon okay. Ich weiß, wer die Verantwortung trägt. Ich werde sie aufhalten. Versprochen. Okay. So, da ist nochmal eine Kiste. Upsala, ich würde gern... Oh, das ist zu hoch, ne? Warte mal. Ah, lass mich mal da hochlaufen. Ich brauche wieder ein bisschen mehr Schwung hier. So, da müssen wir jetzt hin, da vorne. Okay, da haben wir unsere Kiste. Die können wir jetzt mal suchen. Sind in der richtigen Richtung unterwegs. Okay, wir müssen irgendwo... Das stimmt mit dir nicht. Mit mir stimmt alles. Macht euch da mal keine Sorgen. Müssen wir hoch? Upsala. Wir müssen nach oben. Ach so, wir müssen die ganze Zeit einfach nach oben. Wir müssen weiter nach oben. Da! Kriegen wir die auf? Oh, ja. Okay. Sehr cool. Okay, wieder da. Was sagtest du? Ich habe Nachrichten geguckt. Auf Simkarianisch. Entweder ist eine Brücke explodiert oder ein Bagel verräuchert, was im Kontext keinen Sinn ergibt. Auf jeden Fall suche ich nach Flügen. Ich kann morgen Abend zurück sein. Nein, tu das nicht. Schon okay. Ich weiß, wer die Verantwortung trägt. Ich werde sie aufhalten. Versprochen. Okay, ich vertraue dir. Vertrau mir, ja. Fliege ich sofort nach Hause. Ansonsten sind wir uns in ein paar Wochen bei meiner Rückkehr. Schön, dich zu sehen, ja, Spidey. Okay. Danke. Hi. Es gibt Probleme bei der Spielzeugspende? Hey, Spider-Man, ich bin Sam. Hi, Sam. Bei meiner letzten Inventur waren es ein paar hundert zu wenig. Oh nein. Wurden sie gestohlen? Ich weiß nicht, aber heute zum Beispiel sollten 2 Laster zum Sammeln unterwegs sein. Laut unseren GPS-Geräten sind es aber 3. Da stimmt was nicht. Da hat sich wohl jemand eingeschlichen. Oh, oh, oh. Wie soll ich rausfinden, welcher es ist? Wenn du ihre Nummernschilder überprüfen würdest,
könnten wir sie hier abgleichen. Du kannst auf mich zählen. Alles klar. Genki, es fährt gerade ein Fieslaster zu viel durch die Stadt. Ich brauche deine Hilfe. Du könntest mit der Kamera im Anzug die Nummernschilder fotografieren. Und ich gleiche sie mit gestohlenen Autos ab. Versuch's mit dem Laster da. Okay, mach Fotos von Nummernschilder und schicke sie Genki zum Abgleich. L2 gedrückt. Och, Funktioniert. Okay. Ich okay. Hab die Laster-Position von Feast. Du solltest sie jetzt sehen. Knips die Nummernschilder, damit ich sie vergleiche. Alles klar. Du bist der Beste. Guck mal, der ist am nächsten dran. Wow. Oh, warte. Ich muss das Spielzeug für die Kinder finden. Oh, warte, da lang. Nee, ist egal eigentlich. Gehen wir erstmal da lang. Oh. So, jetzt müssen wir da. Da ist einer. Schnell ein Foto vom Nummernschild. Hat's geklappt? Ich überprüfe es. Moment. Das hat irgendwie geklappt. Okay, also wahrscheinlich das ist der letzte. Wie immer. Die ersten beiden werden es nicht sein. Aber beim letzten, dann werden wir dann Glück haben. Oh. Oh. Los. Was tue ich? Steuerung. Für ein gutes Foto muss ich nah ran. So, das wird auch gut sein. Gleich kommt der Moment der Wahrheit. Da. Bingo. Oh. Folgt dem Laster. Oh. Oh. Oh, das war er. Ich hätte jetzt echt gedacht, ich muss alle drei machen. Okay, das kriegen wir hin. Rauf mit uns. Pass auf, ich will nur nicht, dass du mich von Joe wie ein Idioten dastehen lässt, okay? Das okay, was machen wir jetzt? Zoll klauen. Würde ich denn... Okay, ja, aber... Ich habe auch nie Geschenke gekriegt. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich drück Tasten. Oder musste ich nichts machen? Achso, ich musste den einfach. Klingt, als stehlen Sie das Spielzeug für ein schmutziges Geschäft. Ah. Und dieser Joe hat das Kommando. Finde ich. Fotografiere Ihre Gesichter. Dann jage ich Sie durch eine Gesichtserkennungssoftware. Vielleicht gibt es ja Treffer. Okay. Ich werde mich sicher tarnen müssen, wenn ich so nah ran will. Okay, wie tarne ich mich denn? So, hier ist ein Gesicht. Oder? War hier nicht ein roter Punkt? Vielleicht ist da jemand drin. Keine Ahnung, da ist einer. Nein, nicht deutlich genug. Neuer Versuch. Auch nicht. Das muss schon nah sein, ne? Hm. Upsala. Dreh dich! Da! Alles klar. Okay. Ich sehe in der Polizeidatenbank nach. Kein Treffer. Aber schönes Foto. Danke. So, jetzt muss ich erst noch mal gucken. Upsala. Da hinten ist einer. Komm ich nie nah genug hin. Dreh dich. Dreh dich. Nee, ne? Hm. Wie mache ich das denn? Jetzt habe ich wieder nicht richtig aufgepasst, offenbar. Das sind Anzugmodifikationen, Geräte, Fertigkeiten. So. Wo kann ich mir das denn nochmal angucken? So, Basisangriff, Gegner, Netzgriff, Ausweichen, langes Ausweichen. Wo kann ich mich aber... Venom, Schlag, Tarnung. Ah!
Wieso war das denn jetzt nicht erfolgreich? Oh, ich bin dumm mit den Tasten gerade. Okay. Klasse. Oh. Gleich läuft. Keine Strafakte vorhanden. Ach Gottchen. Okay, da ist der nächste. Ich wollte eigentlich nicht darüber, sondern dahin. So. Können wir hier einfach runter? Oh, wieso dreht er sich denn jetzt? Okay, hoch. Ich starte den Abgleich. Einen Augenblick. Nichts. Okay, dann ist wieder der Letzte. Nächster. Alles jetzt klar. Aber. Ich sehe in der Polizeidatenbank. Ah, jetzt das aber. Ist unser Joe. Okay. Folg ihm. Was? Da. Dem folgen wir jetzt. Was machen wir jetzt mit dem? Das müssen die Käufer sein. Sobald sie zusammen sind, kannst du die ganze Operation hops nehmen. Ich komme gleich zum Kopf. Das hier ist das angesagteste Spielzeug der Saison. Wann die denn? Spider-Man-Figuren bringen doppelt so viel wie letztes Jahr. Aber bei ihr... Wann denn? Kriegt ihr Mengenrabatt. Mit dem Mengenrabatt könnt ihr über 30.000 rauskommen. Denn so war es abgemacht. Habt ihr die Nachrichten gesehen? Die Spielzeugfirma hat gestern gesagt, dass sie die Nachfrage nicht finden können. Unser Spinnen... Kindern ihr Spielzeug klauen? Oh no. Wolltet ihr etwa mit Anlauf auf meine schwarze Liste? Oh no. Wir sind in der Überzahl. Ist mir egal, ob ihr in der Überzahl seid. Ich bin viel krasser als ihr. Guckt euch das an. Jungs. Oh. Au! So. Das war nicht das, was ich machen wollte, aber es hilft. Ich habe aber den Spider-Man einen abgelegt. Also kann ich wohl für ihn sprechen. Komm. Was ist? Feiertage sind gerettet. Komm mal in den Laster, ob das Spielzeug auch noch da ist. Okay. Ja, guck. Was? Oh mein Gott. Das war ja so klar. Hände weg von den Sachen. Nee, oh. Yankee, au! Ich hab das Spielzeug. Au! Ich räum nur noch etwas auf. Cool. Schaff das, Kumpel. Ah! Okay, ich muss jetzt erstmal mich heilen. Oh. Das ich will den ich Dicken weg haben. Ich nehme das Spielzeug und geh nach Hause. Oh Gott. Okay. Okay. Oi, oi, oi. Ich mach dich alle. Nee, ich mach dich kaputt jetzt. Und du? Warst du's? Das ist der Letzte, oder? Sehr gut. Hey, Zack. Ich hab das Spielzeug. Ich schicke dir den Standort. Du findest alles an den Docks von Midtown. Ah, oh, das freut mich wirklich. Ich komme sofort dorthin. Sehr gut. Wie soll ich dir nur danken, Spider-Man? Das rettet vielen Kindern die Festtage. Ich werde das Spielzeug sicher zurückbringen. Keine Ursache, Sam. Ich wünsche dir schöne Feiertage. Yay, yeah, okay, 8 Stück wieder. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Wir haben wieder was geschafft. So, das passt alles. Das passt auch. Da können wir nichts. Da will ich erstmal nichts. Da habe ich eigentlich das Coolste, was ich habe. Das können wir jetzt machen. Das will ich aber gerade noch nicht. Wir warten auf den coolsten Anzug ever. Den da. Und da brauche ich nur noch 9 Marken. Gibt es was Besseres, als Spielzeugdiebe zu fassen und Kinderaugen strahlen zu lassen? Nö. Du sagst es. Und ohne dich hätte ich das nicht geschafft. So 9 Stück kriege ich hier nicht zusammen, ne? Nee. Okay, was ist als nächstes? Das da? Mal Vögel. Können wir da... Boah, ey, hier ist so viel Zeug, ne? Da können wir aber einfach hier hingehen, glaube ich. Gucken wir mal, wie schnell so eine Schnellreise ist. Ziemlich gut. Okay, Boss. Hier ist der Plan. Finns Familie hat eine Werkstatt in Metz. Okay, ich lass sie mal erzählen. Sie hat dort immer gearbeitet. Vielleicht habe ich Glück und sie tut das immer noch. Wäre es nicht einfacher, sie anzurufen und zu reden? Ich glaube nicht mehr. Als ich sie auf der Brücke sah, habe ich sie kaum wiedererkannt. Ich muss wissen, warum sie das alles tut. Okay, Mann. Mach, was du für richtig hältst. Halt mich auf dem Laufenden. Okay.
So, dann holen wir uns jetzt die Kiste noch. Sehr gut. Und dann würde ich aber sagen, war's das für diese Folge wieder. Ich danke allen fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!